Ich komme mit dem japanischen Cosplay Contest los. Aber zuerst einmal, was jeder Contest ja in irgendeiner Form braucht, eine Jury. So. Da haben wir schon mal die erste Jury, die jetzt bitte mal auf die Bühne kommen darf und sich selbst vorstellen. Ja, du bist gemeint. Mach das vielleicht noch. So, du darfst dich schon mal setzen. Und wie Leuten aufgefallen ist, haben wir da drei Stühle. Uns ist eine Jury ausgefallen und wir wollen eine aus dem Publikum, deswegen brauchen wir jetzt zwei aus dem Publikum. So, ich suche jetzt gerade mal einen männlichen und einen weiblichen. Da hinten wird ganz viel auf eine junge Dame im Ariel-Kostüm gezeigt. Ist das richtig? Ja. Und du hast Erfahrung mit Cosplay und allem drum und dran? Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen, als wir das reingekommen. So, und dann brauche ich noch einen Mann. Am besten im Kostüm. Nein, eine Armschiene zähle ich als Kostüm. Haben wir einen Mann? Technikhelfer. Ja, wir haben eine Jungs. Da hinten wird auch was gezeigt. Ein Herr im Cosplay. Hallo. Hast du Bock, die Jury zu machen? Du kannst sitzen, ja? Ach, du kannst in dem nicht sitzen, du kannst dann auch im Stehen schreiben. Los! So, dann darf die Dame sich aber auch mal vorstellen. Ich bin die Pio Cosplay seit 2009. Nehme jedes Jahr an einem Magic teil bei Webcam. Also ich habe ein bisschen Erfahrung. Alles klar, und gleich der nächste her. So, dann darfst du dich jetzt auch mal vorstellen. Ja, ich bin Tim, das ist mein erstes Cosplay. Okay, da. Respekt, die ganze Kultur ist ein bisschen unterwegs. Mein Kumpel. Ach so. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid. War ich nicht eindeutig los, sorry. So, dann wollen wir aber auch jetzt mal gleich loslegen. Ich stelle mich hier in die Ecke. Ich mache noch einmal kurz vor, was jetzt gleich passiert wird. Japanisches Cosplay, kein Auftritt. Die machen einfach nur so ein bisschen hier schon wieder, laufen ein bisschen so auf die Bühne rum, machen ein bisschen Pose, ein bisschen so. So, und dann gehen sie. Und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei, weil die Kostümbewertung wird meiner Info nach wieder hinterher stattfinden. So, dann wollen wir auch mal loslegen mit der Startnummer 1, Hosoki als Sans aus Undertale. Die Cosplayer wurden extra dazu angewiesen, ihre Posen einen Moment zu halten, damit wir Fotos machen können. Sind wir nicht schlau? Warte drüber. Ja, wir sind clever ohne Ende. Jetzt mal jeder die Hand hin, wer hat Undertale gespielt? Okay, das war die Nummer 1, ein Applaus dafür. Start Nummer 2, Hero Cosplay als Horror Kid in Majora Maske aus Zelda Majora's Mask. Danach, wer Zelda kennt, kann ich besparen. Haben ein paar Leute schon mal von gehört, habe ich den Eindruck. Nichts. Unter so einer Maske ist das nicht einfach. So, die Startnummer 3. Klette als Kagamine Land aus Vocaloid. Oh.
mit der Startnummer 4, Spitty als Knogger aus Pokémon. Auch da, ich glaube, Pokémon haben schon ein paar Leute was von gehört, entfernt. Ja, was ist Pokémon? Das ist der komische Digimon-Abschluss, glaube ich. Als die Startnummer 5, Kaicho als Sun aus Prinzessin Mononoke. Den Film haben einige gesehen, oder? Ja. Ja, aber Ghibli sagt nicht, kennen die Leute was. Ja. Mit der Startnummer 6. Luke Ainsworth aus Sacred Blacksmith. Mit der Startnummer 7 ist Manuel als Megumin Luca in der Sandplay-Version aus Pokémon. Das ist auch eine der wirklich geilen Sachen an diesen Pokémon-Dingern, dass es einfach so viele verschiedene Fan-Ups gibt, dass man prinzipiell alle möglichen Kostüme damit halt variieren kann. Mit der Startnummer 8, Shiki als Mephistopheles und diesmal sage ich es richtig aus, Aono Exorcist. Wer gestern nicht dabei war, gestern habe ich behauptet, der wird aus Black Panther kommen, weil ich keine Ahnung habe. Tut mir leid. Mit der Startnummer 9. Lara Amy Holmes als Eierne aus Dead or Alive. Der Startnummer 10 und damit unserer letzten Startnummer, Rika als Ayase Yukiya aus Volcanic Island. Dürfen jetzt nochmal sich alle Fotografen bereithalten, denn jetzt werden sich alle Cosplayer nochmal vorne versammeln für ein Gruppenfoto. Und jetzt möchte ich die ganzen Fotografen vor der Bühne knien sehen. Danke, danke mal. Am besten da vorne so richtig in der Reihe. Oder?
So, dann nochmal einen herzlichen Applaus für alle unsere Teilnehmer. Ja, ihr dürft dann gleich noch zur Kostümbewertung weitergehen. Nähere Info dazu gibt es gleich. Für euch und für euch auch eigentlich, weil die Info für euch eigentlich auch echt nicht die ganze Zeit machen. Der Gewinner wird dann bei der Abschlussveranstaltung bekannt gegeben. Heute um. Füge die richtige Uhrzeit ein. Ich bin sehr professionell, ich weiß. Auf jeden Fall, der Gewinner wird nachher bei der Abschlussveranstaltung bekannt gegeben. Und ihr macht gleich noch die Kostümbewertung, aber da habt ihr ja nichts mit zu tun. So, dann bedanke ich mich nochmal bei allen Teilnehmern, bei der Jury, die gleich noch ein bisschen mehr machen darf. So, ein herzlichen Applaus für unsere Jury, für die Teilnehmer und für mich, bei den Geistern. Den nächsten Punkt erwähnen. Ihr versammelt euch gerade schon ein bisschen mehrfach im Saal oder seid einfach hier. Wisst ihr denn, womit es gleich weitergeht? Nein. Hier geht es gleich weiter mit der Showgruppe Parapara Connection. Ja, danke. Und warum hast du vorher nichts gesagt? Ach, das ist sehr nett. Damit ich auch mal zeigen kann, dass ich alles kann. Ja, die Parapara Connection tritt hier gleich auf. Freut ihr euch drauf? Ja. Guck, bei der Anmoderation üben wir das gleich nochmal richtig. Bis gleich.